Herzlich willkommen zu Gottes Gebetsarmee Deutschland, deutschsprachigen Raum 21, ein Wendepunkt in diese Länder. Und das Halleluja. Brauchen wir dringend in diese tumultuous Zeiten, wo wirklich Königreich gegen Königreich prallt, wo wirklich so ein Macht ist, wirklich die kulturelle, politische Stürme, und die wollen uns blockieren, ändern verschiedene Sachen, dass wir sind nicht frei zu sprechen, die Wahrheit, aber wir wollen, wie das alte Lied, vorwärts in dem Namen Jesus. Yeah. Eigentlich in der Gemeinde ist kein Rücktritt, kein Rückgang, kein Rückzug. Das haben wir nicht. Wir können nur vorwärts, weil Jesus hat gesagt, geht hin in der Welt und predigt das Evangelium. Und so, wir sind hier versammelt und wir wollen weiter diese Sprüche 21 bis 22 weiter betrachten, beten, die Wahrheit von hier aussenden und auf das Stehen zusammen im Glauben, dass was wir beten, was wir sagen, was wir freisetzen, wird von Himmel freigesetzt. Glaube an die Worte, die Gott in deinen Mund, dass sie haben genauso viel Kraft wie die Worte in seinem Mund. Wir glauben Gott. Okay. Halleluja. Das ist wirklich prophetisch. 21, Vers 21 bis 22, weil wir es auf dem Herzen haben, in diesem Jahr vorzubereiten im Gebet. Aber 22 ist eine ganz neue Phase und wir glauben, die Tore werden geöffnet in diesem Jahr und wir gehen durch in 22 und das Wort wird gepredigt. Amen. Werden. Halleluja. Okay, die Liebhaber Gottes, die der Gerechtigkeit nachjagen, das sind wir, werden alle ihre Träume wahr werden lassen. Ein reiches Leben voller Gunst und ein Brunnen, der vor Zufriedenheit überfließt. Ein mit Weisheit erfüllter Krieger steigt in die Höhe auf und löst den regionalen Dorfbruch aus, der die Hochburgen der Mächtigen zu Fall bringt und ihre Kraft des Vertrauens zerstört. Okay, jetzt wollen wir weiter dieses Wort von Gott nehmen. Das Volk, diese Krieger mit Weisheit steigen in der Höhe auf. Bevor wir beten, wir gehen auf in dem Zionsort, wo Jesus der König ist über alles. Wir nehmen unsere Position vereint mit der Sieger, vereint mit der auferstandenen Haupt. Wir beten von Sieg aus. Wir beten von Herrlichkeit aus. Wir beten von der Ort, wo Jesus ist gekrönt, hoch über alle anderen Namen, Mächten, Gewalten, alles muss sich beugen in dem Namen Jesus. Und wir als sein Leib sind vereint mit ihm in sein Tod, in sein Auferstehung, in sein Himmelsfahrt, in sein Herrschaft, die jetzt ausübt. Und wir sind dort versammelt als Könige und Priester vor dem Thron, in dem schon vollbrachten Sieg, vereint, ich liebe das, ich bin vereint mit dem Sieger. Ich muss nicht so kämpfen, Halleluja. Ich muss nur gebieten sein Sieg, ich setze durch sein Sieg, Amen. Ich stehe den Boden seines Sieges Halleluja. Unter meinen Füßen und ich bringe das in diese Angelegenheiten. So, wir rufen den Leib Christi aus. Bete von Gottes Perspektive, bete von oben herab,
Bete in Einheit mit dem Haupt und nimm diese Plätze. Ich möchte auch ausrufen, diese Krieger mit Weisheit, ich möchte das ausrufen. Wir bauen überall in den Regionen, in die Dörfer, die Anbetungsaltare des Herrn. Wir öffnen Portale. Wir schneiden dort diese zweite Ebene. Wir brechen diese mächtige Hochburg in der Finsternis. Wir gehen auf und dann treten nieder alle diese Hürden von dem Feind. Und so ich rufe aus, Volk Gottes, bau die Anbetungsaltäre, vereint euch miteinander, vernetzt die kleine Gruppen. Ich möchte auch gerade jetzt ausrufen, verlasst das Bauen von eigenen Königreichen. Priester Gottes müssen alle Stämme auf dem Herz haben, alle Stämmen auf den Schulter haben. Wir können nicht nur beten für unsere Gemeinde. Wir suchen das Königreich, nicht nur das Wohlergehen von unseren Diensten. Als Priester, wir stehen vor Gott, für sein Volk, für die Nationen. Und wir nehmen alles auf unser Herzen. Gott wirkt gerade jetzt mächtig. Er baut doch Leute, Halleluja. Gemeinden zusammen. Ruft das aus. Vernetzt euch mit dem Volk Gottes. Liebe das Volk Gottes. Auch die verschiedenen Dienste und Ausrichtungen. Manchmal das ist sehr verwirrend. Aber jeder hat ein kleines Stück. Solange wir sind geboren von Gott und gehören zu ihm, wir haben einen zentralen Punkt der Einheit. Das ist das Haupt, Jesus Christus. Ruft das aus und vernetzt euch. Einfach im Herzen mit wirklich das Volk Gottes, damit wir regionale Durchbrüche lösen. Okay, hier möchte ich noch etwas sagen. Nimm deinen Platz wirklich. Für mich, das ist das Erste, was Gott mich gelehrt hat vor Jahren, als ich nach Deutschland kam. Ich kann nicht von unten beten. Die finsteren Mächten, sie sind so am Herrschen. Wenn ich so bete, ich werde gewurkt. Ich kann nicht so beten. Du kommst so gleich in diese finstere Unrealität. Erstmal wie ein Adler deine Position in Christus nehmen. Wie Mose auf dem Berg. Er hat wirklich über die Turbulenz. Er war nicht auf dem Kampffeld. Er war auf dem Gipfel. Über die Turbulenzen. Über die Mächte. Über die Gewalten. Über die ganze Verwirrungen. In das klare Licht. Das klare Luft. Das klare Raum Gottes. Das ist wo. Wir kommen auf in die Höhe. Die weise Krieger. Die weise Krieger steigen in der Höhen auf. Halleluja. Und das rufe ich. Nicht von unten, nicht von menschlicher Weisheit, nicht von menschlicher Perspektive, wirklich in dem Thronsaal vereint. Vereint mit dem wirklichen Beschlüsse Gottes und dann mit ihm in dieser Raum hineinkommen. Wow, Weisheit. Weisheit von Gott. Krieger, die erfüllt sind mit der Weisheit Gottes. Solche Menschen, Gott kann aus jedem, der nach der Weisheit sucht und diese Weisheit von Gott empfängt, es ist wirklich die Zeit, unser Herz zu öffnen und Gott zu suchen in dieser Zeit. Was möchte Gott sagen? Was möchte Gott zu uns reden? Und ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass Gott gerade jetzt das freisetzt. Gott gibt einen Geist der Weisheit und der Offenbarung. Gott möchte dich und er tut das gerade jetzt in Jesu Namen. Empfange das von ihm. Er erfüllt dich mit der randvoll, mit der Erkenntnis seiner Absichten in dieser Zeit und erfüllt dein Herz mit geistlichem Verständnis, nicht natürlichem Verständnis, sondern geistlichem Verständnis, wo wir gestimmt sind, wie ein Instrument
zu Gott. Halleluja. In Jesu Namen. Wir setzen das frei. In dem Namen Jesu. In dem Namen Jesu. Halleluja. Halleluja. Und dann diese Weisheit erfüllte Krieger steigen in die Höhen auf und von dort sie lösen den regionalen Durchbruch aus, der die Hochburgen der Mächtigen zu Fall bringen. Kannst du sehen, sie gehen erst hoch, vereint mit Himmel, aber sie lösen dann in Einheit. Deswegen, wir rufen die Ältesten zu die Toren, zu herrschen. Wir lösen die Regent Gebetsarmee. Und ich glaube, viele, die diese Botschaften hören, sind wirklichen Berufen als Ältesten, als Gebetsvektor auf den Mauern. Und ich rufe euch, kommen die Hören. Und jetzt, wir wollen lösen. Es ist die Zeit, wo du bist in Deutschland, deine Region. Lösen ein regionaler Durchbruch, ein regionaler Durchbruch, dass die mächtige Hochbergen der Finsternis, Lügen, Verblendung, Verführung, Angst und Kontrolle und alles, was die Freiheit beraubt, dann löst diese Sieg, bring runter diese menschliche Götzen, diese menschliche Ersatz für Gott, diese menschliche falsche Frieden, dass sie anbieten zu das Volk in Deutschland. Hey, wenn diese Mächte Hochburgen erschüttert, dann werden die Menschen freigesetzt für das Evangelium. So, get the plan. Krieg die Weisheit Gottes. Halleluja. Trachte nach sein Königreich, nicht dein eigenen. Lass alles anderen los. Jetzt ist die Zeit, dass wir für das ganze Land, unsere Gebiete, unsere Brüder, Schwestern, Familien stehen vor Gott als Priester und Könige. Und wir erheben diesen Sieg. Ich möchte euch ermutigen, wir haben in den Schwarzwald eine super Adler-Gathering, Eagles-Gathering, eine prophetische, apostolische runde Tisch. Das haben wir schon 5, 6 Jahre, 7. Aber jetzt kommen wir in so eine Einheit, in so eine geistliche Salbung, auch mit wirklich prophetischen Ältesten. Yeah. Und wir sehen, Halleluja, dass Gott so viel freisetzt und uns zusammen einen Plan gibt. Wir erwarten Städten zu erreichen und viele Dörfer herum. Bete, bis die Vision brennt. Bete und herrsche in Jesu Namen. Die Herrschaft ist uns gegeben. Halleluja. Die Schlüssel des Reiches haben wir. Und so möchte alles wirklich glauben, dass diese Decke der Zerstörung, diese Festungen, Macht, wo Menschen ihr Vertrauen haben, die werden durchkreuzt, sie werden machtlos, sie werden fallen. Okay, vielleicht werden die Menschen erstmal hoffnungslos, weil ihr Gott sind, aber wir bieten eine andere Hoffnung. Halleluja. Halleluja. Wow. So, jetzt wollen wir gemeinsam proklamieren, weil es ist sehr wichtig, dass nicht nur wir reden, sondern dass du auch. Und hier ist eine Gelegenheit, das Wort Gottes, ein prophetisches Wort in deinem Mund. So proklamiere mit mir. Als königliches Priestertum nehmen wir unseren Platz ein. Vereint mit dem siegreichen König stehen wir vor dem Thron der Gunst und Gnade. Und von dem himmlischen Thron her ziehen wir in den Kampf für die Sache der Gerechtigkeit heran. Als mit Weisheit erfüllte Krieger steigen wir in die Höhen auf und lösen einen regionalen Durchbruch aus. Lass uns das noch einmal sagen. Als mit Weisheit erfüllte Krieger steigen wir in die Höhen auf
und lösen einen regionalen Durchbruch aus. Halleluja. Wir bringen die Hochburgen der Mächtigen zu Fall. Wir reißen die Festungen der Arroganten nieder. Wow, der Herr der Durchbrüche zieht vor uns her und doppelte verriegelten eisernen Tore brechen auf. Wir ziehen hindurch und brechen Bahn für die Wahrheit des Evangeliums. Wir deklarieren, das Wort der Wahrheit bekommt die Oberhand im deutschsprachigen Raum. Halleluja! Halleluja. Das setzen wir frei in Jesu Namen. Wir rufen die Ältesten an die Tore der Orten in Jesu Namen, um den Stab zu erheben, den Stab der Autorität. Wir rufen das königliche Priestertum zusammen in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja! Halleluja. Und Herr, wir glauben, dass überall in diesem Land, diese Zionsorte, diese Zionsberge der Herrschaft, diese Zionsberge der Ekklesia, die gebaut wird, und wir sagen, die Pforten des Hölle und Todes werden nicht standhalten können, weil unser Durchbrecher geht voran an die Spitze. Halleluja. Und wir sind vereint mit dem erhobenen Haupt. Und wir marschieren mit ihm. Und Herr, wir danken dir für wirkliche Freiheit von kontrollierenden mentalen Bollwerken über das Volk. Freiheit von wirklich falschen Festungen. Humanistische. Materialistische Verblendung und andere alle ihre Sicherheiten, die sie anbieten, mit falschen Lügen, die wirklich berauben die Leute von ihrer Freiheit und Kreativität. Das brechen wir durch. Und Herr, wir danken dir, was Mike gebeten hat. Mach Bahn! Mach Bahn! Schütte den Weg auf! Und Leute werden auf diese Straßen der Heiligkeit kommen. Halleluja. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja.